Recht herzlich willkommen zur 202. Folge von Simotrans, nicht City Skylines, das sind wir einen Tag vorher, ne? Simotrans hat jetzt hier was gemacht, weiß ich auch nicht mehr. Ach so, wir hatten letztes Mal in Hadexen festgestellt, warte mal, das ist die Maschinenfabrik. Oh, BASD funktioniert nicht, das funktioniert bei City Skylines, ne? Hier müssen wir mit den Pfeiltasten arbeiten. Das ist die Maschinenfabrik, die hier hinten ist. Andere Waren kriegen, ne? Jetzt habe ich da irgendwas anderes angeklickt. Das so, und dann kriegt die andere Waren. Der Pumuckl war das, der gesagt hat, dass sie da irgendwann im Packset beim Update was geändert haben. So, wir haben da Stahlwerk, Stahl, Bretter und Verpackungsmittel. Stahlwerk liefert. Ja, das bedeutet, wir müssen eigentlich jetzt die ganzen Industrien einmal durchchecken, ne? Was da richtig und was da falsch ist, wenn da was richtig und was falsch ist, ne? So, wir haben einen Bauernhof. Der Bauernhof produziert Milch, Vieh und Eier. Und alles ist da und geht wohin? Ja, die Milch holen wir auf jeden Fall ab, das weiß ich wohl, ne? Da haben wir ja den Milchwagen. Ja, da gab es doch solche Linien irgendwie, ne? Warte mal, da muss ich jetzt mal gucken. War das auf der Übersichtskarte? Ich glaube ja, ne? Da müssen wir uns mal jetzt die Übersichtskarte holen. Jetzt drücke ich bestimmt falsch rum. Nein, war sogar richtig rum mal. Meistens mache ich immer falsch rum. So, und dann haben wir eine Industrieliste. Und dann kann man hier da drauf, aber dann ist das noch nicht angezeigt. Ach, wie war das denn noch? Wälder, Städte, Stadtgrenzen, Fabriken. Ändert das was? Nein. Nicht, dass ich jetzt da eine Fabrik hatte, die gerade nichts macht, ne? Ah, funktioniert ja super. Das macht wirklich nichts, das Kohlekraftwerk, ne? Hier sehen wir, wer was mit wem macht. Warte mal, mache ich das aus? Ist das immer noch so? Nee, dann muss ich die Fabriken schon angehakt haben. Genau. Gut, okay, dann sehen wir, wer was wohin transportieren muss. Kann ich das wieder schließen? Und das geht trotzdem noch? Ja, sehr gut. Kann ich die Liste auch wegmachen und das geht noch? Ja, noch besser. Gut, dann müssten wir... Ja, irgendwie war da noch was. Anzeige? Ne, die ist nicht so toll. Mir gefällt die dann besser. Aber irgendwie konnte man noch diese Buttons der Dingens größer machen, ne? War das auch hierbei? Transportnetz? Ne, das ist es jetzt nicht. Freie Kapazitäten? Ändert sich was? Nö. Städtegebäude, Stadtgrenzen, Städte. Ich glaube, das war aber irgendwo bei anders in den Einstellungen bei Simotrans, ne, oder? Ich glaube ja, Haltstatus, Abfahrtstatus, Durchsatz. Ah, das waren noch solche schicken Dinger hier, das ist ja cool. Ab- und Anfahrten. Tendenz wartend. Okay. Wartend. Und da müsste man mal dann reingucken, ne? So schicke Dingens hier, Statistiken oder Graphen und wir nutzen die alle gar nicht, ne? Depots, Freileitungen haben wir doch so gut wie gar nicht. Wälder und Besitzer. Okay. Industrieliste, Werteskala. Die Werteskala ist das, brauchen wir jetzt nicht. Industrieliste. Unbenutzte ausblenden. Ach Gott. Es ist schon ausgeblendet, alles klar. So viele haben wir, ne? So, gut, das bedeutet Bauernhof für die Bäckerei.
Die Bäckerei. Brauch was? Milch? Geflügelhof? Zuckermühle, Bauernhof? Was, was? Achso, da oben. Eier. Zucker und Mehl. So. Lieferanten, Markt nimmt ab. Und wo kriegen wir das Mehl weg von der Mühle? Das geht. Wo kommt der Zucker weg? Zuckerfabrik gibt's auch. Wo ist die? Aber wir hatten keine Zuckerrüben, ne? War das hier die Zuckerfabrik? Wo ist die Zuckerfabrik? Ist das die? Nee. Warte, das muss ja hier weiter sein. Da. Das war in Döbeln. Die Bäckerei. Der Zuckerrübenbauer ist da. Warte mal, das bedeutet ja Zuckerrüben zur Zuckerrübenfabrik. Zucker geht hier hin, Mehl geht hier hin, Eier gehen hier hin. Also nur die Eier fehlen, dann kann er doch tatsächlich weiterbauen. Also da müssen wir nur die Eier transportieren. Und die Eier kamen vom Bauernhof, oder? Und die waren hier, oder? Ja, das heißt, wir müssen da erstmal die Eier transportieren. Gut, dann kümmern wir uns jetzt erst um die Eier in der Folge. Jetzt ist nur die Frage. Ah, hier muss es ein Depot geben. Da. Filter für Eier. Da waren die Eier. Die können ja definitiv transportiert werden. Jetzt ist die Frage, kriegen wir die Eier? Die Eier sind auf Paletten. Das heißt, Palettenschiffe gibt es ja auch, ne? Das heißt, wir müssen nur hier einen LKW mit den Eiern rüberbringen. Okay, das war Diesel, das sind Eier. Wen haben wir denn hier so? 13 Paletten? 15? 15. Der fährt 100. Ja, dann ist es der, ne? Mit Anhänger. Zack. Und der fährt. Wieder Milchwagen, oder? Bauereimarkt, ne. Bauernhof eigentlich. Haben wir das? Ne, haben wir nicht. Gibt es hier irgendwas mit Milch? Ne, gibt es nicht. Döbelnhof Hafen heißt das Ding, alles klar. Döbelnhofhafen, da. Und starten. Und mach den mal zu und gucken mal, wo er ist. Da ist er. So, verfolgen. Und mal gerade schneller. Die Frage, ob er Eier aufnimmt. Jo, hat er. Super. Ja, dann haben wir eine Lieferkette wieder geschlossen, oder wie sehe ich das? Ja, da gibt es auch ein Südfrüchteschiff, das macht das doch auf Paletten, oder? Fahr mal dahin. Fährst dahin und fährst dann wieder zum Bauernhof, ne, oder? Gucken wir mal gerade, aber ich müsste so sein, ne? Ja, passt. So, dann nehmen wir das raus und Südfrüchte und hat jetzt auch Eier. Cool.
Also, das war jetzt nicht der Dingens, doch. Ah, da kommt wahrscheinlich das Schiff, was wir brauchen mit den Paletten, genau. Also, das war jetzt hier irgendwas anderes, flüssige Lebensmittel. Ach, okay, da geht die Milch raus. Ja, wo kommen die Südfrüchte weg hier? Vom Exporteur da, oder wieder auch Importeur heißt der. Mandeln hat er auch noch. Wow. Mandeln werden auch importiert. Geht das alles auf Palette? Nee, landwirtschaftliche Güter sind Mandeln. Okay. Die werden nicht rübergebracht, weil das im Einzugsgebiet ist, ne? Die Mandeln könnten also so schon transportiert werden. Jetzt ist die Frage. Da, Importeur, Markt. Die Südfrüchte gehen direkt auf den Markt und sonst nix, ne? Tütütütütü. Gucken wir mal gerade auf den Markt, was da gibt, aber Mandeln gibt es da bestimmt nicht, ne? Eier gehen auch zum Markt. Okay, Milch, Textilien und Obst. Ja, okay, dann ist das schon geklärt. So, das bedeutet, der Bauernhof ist jetzt komplett. Der Importeur ist erledigt. Das heißt, da passiert nichts mehr. Gut. Jetzt haben wir hier noch wen? Das ist eine Kohlemine. Stahlwerk, Kohlekraftwerk und nochmal Stahlwerk. Wo bringt er das hin? Der bringt das zum Kohlekraftwerk. Und er hier, wo bringt der was hin? Das wird gut geladen, der kommt ja jetzt gleich an. Der ist blockiert, wieso das denn? Der fährt auch Kohlekraftwerk, okay. Und was ist mit dem da hinten? Ich habe keine Ahnung, warum der blockiert ist. Der kann auf jeden Fall jetzt fahren, ne? Warte mal, lass mal gucken, ob er voll lädt. Oder gibt es dann wieder einen blockiert? Okay, der fährt jetzt weg. Fährt der dann da rum oder was? Wahrscheinlich, ne? Ja. Dann gucken wir, was der da macht. Warum der da oben blockiert war, weiß kein Mensch. Da müssen wir mal im Stahlwerk gerade gucken. Also der fährt jetzt da unten wieder. Dann gucken wir jetzt mal beim Stahlwerk rein oder was ist auch immer. Ist das Stahlwerk? Naja, was ist denn hier so angesagt? Schrott brauchen die Kohle. Ach so, die haben genug Kohle. Deswegen passiert da nichts. Und da oben sieht es wahrscheinlich ähnlich aus, ne? Ja, die haben auch genug Kohle. Deswegen wird da nichts hingeliefert. Das bedeutet, das Kohlekraftwerk ist erledigt. Hier haben wir ein Ölfeld. Die fahren auch nicht mehr. Warte, die können wir hier alle zumachen. Ist blockiert. Jetzt ist die Frage, wo die hinliefern. Zur Raffinerie und zum Chemiewerk. Die produzieren Benzin, Diesel, Plastik und Kunststoffgranulat. Und wir holen hier was ab. Kunststoffgranulat. Und das sollte zur Maschinenfabrik. Das wird aber dann nicht mehr angeliefert.
Also die liefern da, also das ist ja das Ölfeld, die bringen zur Raffinerie und zum Chemiewerk, aber das hier ist tot. Die Raffinerie macht Benzin, Diesel, Plastik und Kunststoff, aber das will keiner mehr haben. Aber hier geht noch zum Baustofflager, das heißt, dieser Zug kann ausgemustert werden. Weil braucht man nicht. Erledigt. So, das war das. Jetzt haben wir hier noch irgendwo was gehabt, oder? War das nur ein Umschlagsbahnhof? Weiß ich jetzt gar nicht mehr. Ne, da ist was. Das ist der Getreidehof. Der macht Tierfutter. Der liefert zum Geflügelhof. Und der Geflügelhof? Liefert Tier, kriegt Tierfutter und Bäckerei und Markt. Ach, da gehen die Eier hin, okay. Das Geflügel. Bäckerei kriegt die Eier und der Markt kriegt das Geflügel, kann das sein? Oder auch nur die Eier? Der kriegt auch nur die Eier. Geflügel wird gar nicht gemacht. Naja, aber das funktioniert erstmal so. Geflügel läuft nicht. Das ist der Milchkutscher, den brauchen wir nicht. So, das heißt, Getreidehof liefert an, brauchen wir aber nicht, weil beides voll ist und Tierfutter wird produziert und auch abgeholt, weil leer. Gut, das heißt, hier ist man, da sind wir, da sind wir. Das heißt, das ist das Kohlekraftwerk, der es kriegt. Und jetzt haben wir hier noch eine Hütte stehen. Wer war das hier? Erzbergwerk. Das sind die beiden Stahlwerke, die werden auch beliefert. Da brauchen wir uns auch keine Gedanken drum machen, das läuft. So, das bedeutet, das war auch geklärt, ne? Schrottplätze gibt es zwei. Ja, den kenne ich schon. Und der zweite? Wo ist denn der zweite Schrottplatz? Ach, in Floto war der. Okay, ich glaube, den gibt's aber auch, ne? Post wartet da. Okay, aber das wird nicht geliefert, ne? Also der Schrott wird hier nicht abgeholt. Gebäude, warte mal. Wo ist denn jetzt der Schrottplatz hier? Das war der. Wo ist denn der jetzt hier? Ich erkenne den so schlecht. Ist das der Schrottplatz? Ja, da ist er. Stahlwerk. Beide Stahlwerke. Okay. Wird beides nicht beliefert. Könnte man natürlich machen, indem man den Schrott von hier nach da fährt und dann zu den beiden liefert. Aber hier war ja das zweite Schrottwerk, ne? Da. Müsste man hier hinbringen und dann weiterfahren. Aber das bringt uns jetzt nicht so wirklich weiter, weil wir schon genug Schrott da mit einem haben. Also erledigt. Wo waren wir stehen geblieben? Wir waren hier. Wir waren hier. Schrottplatz, Schrottplatz, Erzgebirge, Kohlebergwerk und Kohlebergwerk, Kammer 2. Ach so, ja, da oben war eins und das andere ist mitten auf der Karte passt. Oder hier. Okay, das heißt, das ist erledigt. Das war das Chemiewerk. Das läuft aber auch, weil der Baumarkt kriegt ja auch die Klamotten, ne?
Jetzt haben wir hier noch zwei Höfe, die werden transportieren das Zeug aber auch dahin und das wird auch weiter geliefert. Das war ja schon geklärt hier, ne? Das hatten wir schon, ne? Das war ja das Erzbergwerk, genau. Das läuft. Gut, die haben wir. Geräte und Maschinenbau, das heißt, das ist brachliegend, ne? Die haben Stahl, die haben keine Bretter und die haben kein Verpackungsmittel. Und nur Stahlwerke sind Lieferanten. Ich weiß gar nicht, ob die was produzieren noch. So Haushaltsgeräte, nicht mehr Maschinenbau. Gut, das würde bedeuten, dass das mit dem Stahl wohl reicht, oder? Aber wissen tue ich es auch nicht. Haushaltsgeräte werden auch nicht produziert. Es wäre Stahl da. Das bedeutet, die anderen beiden Sachen müssen dabei sein, damit es funktioniert. Dann ist die Maschinenfabrik auch Oppe, auf Deutsch gesagt. Da wird auch nichts hingeliefert mehr. Das ist ja irgendwo stehen die Stahlzüge jetzt dann, ne? Okay, das hatten wir. Baustofflager habe ich da reingeguckt. Weiß ich nicht mehr, können wir aber gerade machen. Nur das Chemiewerk liefert da was an. Kommt aber auch nichts. Das müssten die Farben sein, die da hinkommen. Warum kommt da nichts an? Mach das mal zu. So viel auf jetzt, ne? Zug steckt fest. Nö, tut er gar nicht. Quatsch. Der bringt jetzt die Eier weg. Das passt auch. So. Das war da. Warte mal, das ist ja hier. Das Ölfeld bringt es zur Chemiefabrik. Die Chemiefabrik hat Öl, braucht Salze. Ah, dann hat sich das auch erübrigt, ne? Wenn da Salz rein muss in irgendeiner Form in die Farben oder so. Chemikalien, ja. Jetzt weiß ich nicht, wo man den Laufplan herkriegt, was was braucht, ne? Aber das ist ja dann über. Gut, das bedeutet, bringt es auch nicht mehr. Nochmal die Karte. Haben wir alles, ne? War hier noch irgendwas? Ich glaube, nur die Maschinenfabrik ist da. Und sonst nichts, ne? Die Häuschen sind auf jeden Fall schöner geworden. So, das bedeutet, das haben wir. Hier hinten war, glaube ich, gar nichts mit Industrie. Da war ja so ein bisschen das Problem bei Simotrans, dass Simotrans gerne hier auf der linken Seite alles baut und rechts das vernachlässigt, ne? Das ist, letzte ist hier sozusagen hier der Schrottplatz. Und dann ist hier irgendwo der nächste Schrottplatz und hier, das ist hier so, ne? Hier ist nix und so, das ist leicht buggy, würde ich sagen, eigentlich eher, ne? Ja, hier ist nix. Sonderhausen hat da auch nix, die Industrien und sowas, ne? Hier war nur der Schrottplatz, sonst ist hier nix. Das wächst und gedeiht dafür hier, das Städtchen. Ja, dann haben wir hier unten noch einen Bauernhof. Das ist die Zuckerrübenfabrik, so Zuckerrüben, die da tatsächlich jetzt gerade abgeholt werden. Läuft sogar, okay. Hier sind Getreidehöfe. Beliefert die Mühle, die Brauerei und die Tierfutterfabrik. Wird auch alles gemacht, Hammer, läuft. Wir müssen mal gerade hier noch ein bisschen tiefer, da unten ist noch, nee, das ist ein See.
Ist das hier? Ja, da ist das. Das wird aber auch gemacht. Das haben wir auch. Das geht auch. Der Hopfen läuft auch. Die Brauerei bringt es zum Markt. Der Markt ist Endverbraucher. Hier ist die Zuckerrübenfabrik, die das zum Bäcker bringt. Läuft. Das waren die Südfrüchte. Ja, ich glaube, wir sind aber schon ziemlich gut hier. Das sind die Eier. Das ist die Bäckerei, die dann was zum Markt bringt, ne? Ja, die machen ja hier die Fertigwaren. Backwaren 7. Wieso? Achso, die Eier fehlten gerade, deswegen klappte das nicht. Okay, kommt aber her. Wieder in Schwung, würde ich sagen. Gut, okay. Dann sind wir eigentlich soweit erstmal durch, würde ich sagen, ne? Wir wissen ja jetzt, was Sache ist. Blöd ist nur, dass hier diese Fabrik hier nichts schafft, die Raffinerie, und auch die Chemiefabrik nichts schafft und dadurch die Maschinenfabrik schon mal gar nichts mehr macht. Das ist ein bisschen schade. Gut, aber dafür können wir dann gucken, die warte mal, wie sind, ach so, das ist ja Öl, ne? Das wird ja wahrscheinlich, ja, das ist dann auch so, brauchen wir nicht, auf Deutsch gesagt. Die müssten hier auch, das Schiff liegt hier auch und bringt auch nichts weiter. Ja, Mineralöl braucht auch keiner, deswegen läuft auch nicht mehr. Die Farben werden nicht gemacht, also braucht das keiner. Gut. Ja, okay, das ist ein bisschen schade, ist aber so. Können wir jetzt auch nicht ändern. Wir könnten natürlich gucken, dass wir vielleicht mal eine Fabrik selber bauen oder so. Dafür brauchen wir, glaube ich, 5 Mille oder so. Weiß ich jetzt gar nicht, aber das geht ja nicht in diesem Modus, oder? Da müssten wir in den Stadtmodus. Aber irgendwie ist das so ein bisschen, ja, wie soll man sagen, doof, ne? Weil man setzt sich ja dann diese Fabrik dann dahin, wo man sie gerne hätte, oder? Ja, weiß ich auch nicht. Müssen wir mal gucken. Alles klar, würde ich aber erstmal sagen. Für die Folge soll es dann reichen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn das Video hochgeladen wird. Und Kommentare, schreibt wieder rein, das ist super. Und falls ihr Lust habt, schreibt hin, wo wir vielleicht eine Fabrik bauen sollen, wenn wir es können. Und das nächste ist, wenn ihr dieses Video teilt auf allen Plattformen, können mehr daran teilhaben und sich mehr für Simotrans informieren bzw. interessieren. Alles klar, würde ich sagen. Wir sehen uns dann. Bis dahin. Tschüss.